Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmerunde zu Karmic Planet Simulator 2015. Ja, wir haben letztes Mal wieder zwei Autos fertig gemacht und wir werden wahrscheinlich nächstes Mal auch wieder zwei Autos fertig kriegen jetzt. Weil wir haben ja schon mal ein bisschen geguckt, ne? Das nächste Auto, wenn wir den schaffen, den grünen hier, den machen wir nämlich jetzt, dann machen wir noch den anderen mit dem Ölwechsel dazu. Oder warte mal. Ja genau, dann ziehen wir uns das, lassen wir das Auto erstmal stehen und machen dann den ein mit dem Ölwechsel. Das ist ja schnell gemacht. Ist ja nichts Neues. So, was hat denn dieser hier? Riemenspanner, Wasserpumpe, Zahnräder. Okay. Dann machen wir mal Haube auf, wa? So, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, also, ui. Da ist ja schon einiges, wa? Ich würde mal sagen, den machen wir ab. Den machen wir ab, weil das die Wasserpumpe. Okay. Gut, dann machen wir doch erstmal alles ab. Wahrscheinlich müssen wir sowieso das alles abbauen hier, weil wir müssen ja am Zahnriemen noch dran. Der Zahnriemen ist ja bekanntlich da drin. Mal sehen, wie lange wir hier brauchen. Erstmal den hier ab, dann ein, was ist das? Eine Kurbelwellenriemenscheibe, okay. Ja, mal gucken, mal so ein bisschen lernen hier noch mit dazu. Vielleicht kann ich das später wieder mal ein bisschen besser. Muss ich den abbauen oder kann ich das auch so abbauen? Ah, okay, das kann ich so abbauen. Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd, wenn ich jetzt nur jetzt alles abbauen müsste vom Motor. Jetzt ist doch hier ja der Zahnring kaputt, ne, oder? Ich gehe mal in 3 rein. Ich glaube, der war kaputt, oder? Oh! Teildiagnose. In diesem Modus kannst du überprüfen, ob das Teil kaputt ist oder nicht. Du kannst auch gekaufte Werkzeuge dafür benutzen. Vergiss nicht, dass nicht alle Teile so überprüft werden können. Die meisten von ihnen werden die Benutzung des OBD-Scanners oder eine Fahrt mit dem Auto auf der Teststrecke oder dem Diagnosepfad erfordern. Okay. Unter dem Teilnamen findest du Infos, wie du diese diagnostizieren kannst. Ah, okay. Schwieriges Wort. Ja, der ist natürlich rot, der muss natürlich ausgetauscht werden, ist doch klar. Ja, doch, nimm raus. Achso, warte mal, ich muss den auch abnehmen. So, dann kaufen wir mal schnell die Sachen hier. Okay, was war das noch? Die Wasserpumpe R4, oder? Ja, Wasserpumpe R4. Dann ein Riemenspanner, okay. Riemenspanner, genau. Und den Zahnriemen. Den normalen, glaube ich, was. So. Dann mal wieder schnell das einbauen. Und dann noch den Motorwechsel. Motorwechsel, genau. Machen wir nochmal den Motorwechsel zu, natürlich. Machen wir doch glatt. So, Nummer 2 wieder zusammenbauen. Bitteschön. 100%. Dann die Scheibe wieder drauf hier. Was war das noch für eine Scheibe? Zustand 73. Okay. Jetzt habe ich gleich geguckt, wie viel Zustand wir haben da. Das Auto, aber egal. Interessiert mich nicht. So, jetzt machen wir noch die Wasserpumpe da wieder rein. Die gute alte Wasserpumpe. Ja. Ja, komm, mach hin. Rein da. So, rein. Den noch. Dann die Kurbelwellen. Riemenspanner. Dann haben wir hier noch einen. Okay, warte mal. Dann machen wir den mal drauf. Serpentine B und Serpentine A wahrscheinlich dann, ne? Ja. Ja, so ein bisschen kenne ich mir auch so noch aus. Aber nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Nicht viel, nur so ein bisschen. So, jetzt dürft ihr eigentlich nichts mehr haben, oder? Gut, okay, dann verkaufe ich die mal hier.
Ja. So, ist das fertig jetzt? Also, ja, siehst du, hat 400 Euro gebracht. Warum auch nicht? Und wieder mal alleine, ohne hier zack irgendwelche Ständchen zu machen. Auch nicht schlecht. So, dann ist das also fertig. So, wir holen jetzt mal eben schnell den mit dem Motoröl. Hier ist ja schnell gemacht, siehst du. Motoröl wechseln, genau. Den kleinen Rhino hier, den kriegen wir noch fertig. Dann machen wir dann in der nächsten Aufnahme einfach das andere Fahrzeug mit den paar Problemen hier. Und dann ja, also ich finde das eigentlich ganz schön nice, das Spiel. Ich finde es nett. Also ein bisschen Spaß habe ich auch dabei. Und ich lerne jeden Tag ein bisschen mehr dazu. Finde ich auch ganz gut. So, was haben wir denn hier? Oh, was für eine Farbe? Ja. Wenn man denn so andere Let's Player guckt, in welche Farben die anderen haben. Naja, so, wollen wir schnell. Warte, ich glaube, ich muss da ganz erst hoch. Ne? Ich muss ja hoch. Ja, komm, hier mal hoch. Dann hole ich mal eben hier. Warum hat der Azubi das wieder da hinten in die Ecke gestellt? Ganz ehrlich, das geht doch mal gar nicht. Ja, komm. Geh mal her. So. Wo ist denn der? Da ist der Abnass. So, zack. Oh, daneben gegangen. Oh, ich hab daneben gemacht. Ich meine, ich hab nicht. Also, ich meine, egal. Das heißt, er will auch einen neuen Filter haben. Dann besorge ich den schon mal. Toll, du bist mehr was, ey. Erstmal beiseite packen. So, erstmal. Ich muss nochmal im Inventar gucken. Ah, den blauen, okay. So, zack. Dann mal. Filter. Genau, Ölfilter. Genau den brauche ich. Keinen anderen. So. Den baue ich dann mal schnell wieder ein. Und dann. Oh, das war glaube ich zu weit. Zwei einbauen. Warte mal. Ja, genau, so. Ah, okay. Das war richtig. So, und jetzt kann das Auto da ja schon wieder runter. So. Runterlassen. Ein bisschen Öl rein, ne? Und dann kann es auch schon wieder losgehen, würde ich sagen. Kann er da rein. Alter. So. Ja, mach rein. Hüpf rein! Mehr geht doch nicht! Ja komm, gib mir die Cup Plus. Ja? Ganz einfach. Ja, ja, zu viel. Ich weiß, ich weiß. So. Haben wir dann fertig, ja? Wir haben fertig. 149 Euro. Wir gehen damit nach Hause. Oh, guck mal, 810. Das heißt, wir brauchen nicht mehr viel. So, den machen wir das nächste Mal. Wir holen uns aber noch einen Kunden dran. Ne? Ja, mein Sekretär ist wieder nicht da. Mein Gott, ey. Hat die ein Leben, ey. Andere sind arbeiten und wir sind schuften. Finden und repariere alle Probleme mit dem Fahrwerk. Schlüpfrige Lenkung. Okay. Ja, dann nehmen wir mal den. Wir nehmen den Rhino wieder. Weil wir haben ja den Bianco da nebenan noch stehen. Da muss man nicht gleich zwei Fahrzeuge drin haben. Das heißt, wir müssen nächstes Mal dran denken, den Bianco zu nehmen, ne? Und dann den Rhino. Und dann schauen wir mal, wie lange das dann geht. Nein. So, komm. Jetzt aber. Wow. Wir sind. Oh, okay. Okay. Ja, ich sag nur okay das dazu. Warum auch nicht? Die Farben sind manchmal echt. Naja, okay. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder zu Kaffee Simulator 2015. Ciao.